Hallo und willkommen bei der Albenrevue. Was könnte man Interessantes über ein Album sagen, über das schon so viel gesagt wurde? Another Green World, das dritte Album von Brian Eno, wird heute mit geradezu metareligiöser Ehrfurcht behandelt. Und das ist freilich nicht ohne Ironie, denn als diese Platte erschien, registrierte sie nicht einmal auf der Hitskala der Top 100. Aber das ist etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Platten, die man bei ihrer Erscheinung nicht ausreichend würdigt, ja gerne auch als Flops bezeichnen möchte, weil sie an der Kasse underperformen, mausern sich später als echte Meilensteine der Musikgeschichte heraus. Das hier ist kein Einzelfall. Brian Eno hatte nur wenige Jahre zuvor die Band Roxy Music verlassen. Zu sehr schlug sein Herz nach der Verwirklichung unzähliger Ideen. Eno ist sicherlich einer der rastlosesten Musiker der letzten 50 Jahre. Und in einer Band, die vollständig von Brian Ferry dominiert wurde, war für ihn letztendlich kein Platz. Enos erste zwei LPs, Here Come the Warm Jets und Taking Tiger Mountain by Strategy, reflektieren noch stark seinen Glamrock-Hintergrund, ließen jedoch längst den unangepassten Drang nach Experimenten durchschimmern. Eine Herangehensweise, die hier auf diesem dritten Album zum ersten Mal vollständig aufblüht und zur Geltung kommt. Herausgekommen ist ein faszinierendes, gänzlich eklektisches Album, das vor Ideen nur so strotzt. Es ist ein Album, das auch eine musikalische Kreuzung darstellt. Denn Brian Eno hat streng genommen zwei musikalische Identitäten. Auf der anderen Seite ist hier der Glamrock-Postpunk Brian Eno, der auch gerne singt und gerne diese unprätentiösen Vokalmelodien aufnimmt, die stets eine gewisse Leichtherzigkeit haben, mit diesem typischen Schuss Schwermut. Doch auf der anderen Seite ist da auch der Minimalist Eno, der Erfinder des Ambient-Genres. Von da an werden seine LPs zumeist entweder dem einen Stil oder dem anderen Stil zugehörig sein. Hier, an dieser einen Stelle, erleben wir die Erschaffung beider Musikformate auf ein und derselben LP. Another Green World ist ein überwiegend keyboardlastiges Album, was in diesem Zeitkontext bedeutet, dass man hier eine Menge analoger Synth-Sounds der frühen und mittleren 70er Jahre hören kann. Doch Eno war zu diesem Zeitpunkt bereits tief in der Kunst der Verfremdung unterwegs. Bereits drei Jahre zuvor hatte er zusammen mit dem Gitarrengenie Robert Fripp das Album No Pussyfooting aufgenommen. Im Kielwasser von Another Green World wurde noch in diesem Jahr, 1975, eine weitere LP mit Robert Fripp erscheinen, Evening Star. Und Brian Enos erste richtige Ambient-LP mit dem Titel Discreet Music sollte ebenfalls im selben Jahr herauskommen. 1975 war ein unglaubliches Eno-Jahr. Das Album Another Green World präsentiert auch eine Galerie aus Ausnahmetalenten und legendären Namen. Der walisische Bassist Percy Jones von Brand X und Phil Collins am Schlagzeug, auch von Brand X und natürlich von Genesis. John Cale spielt auf zwei Tracks eine Viola. Robert Fripp ist erneut zur Stelle und spielt an mehreren Stellen natürlich elektrische Gitarre. Am auffälligsten ist sein Beitrag für den Track St. Elmo's Fire, wo er dieses Feuerwerk aus Tönen spielt. Doch die Musik auf diesem Album ist nie wüst oder chaotisch. Es gibt eine starke Ruhe und Gelassenheit in diesem Sound. Da ist wenig zu spüren von der Quirligkeit und Unruhe, die in seinen ersten beiden LPs stecken. Und dann gibt es da natürlich auch die atmosphärischen Tracks wie Savinulava oder In Dark Trees oder Spirits Drifting. Alles extrem starke Vorboten eines neuen akustischen Zeitalters, das bis heute anhält, die Klangwelt der Ambient-Musik. Another Green World markiert auch den Beginn eines Produktionsstils, den Eno über die Jahre und Jahrzehnte verfeinern würde. Die Idee, dass die Entstehung eines Albums nicht unbedingt an Raum und Zeit gebunden sein muss. Dieses Album entstand zwar an einem Ort in den Studios der Plattenfirma Island, doch bereits die eklektische Auswahl der Teilnehmer und die überraschende Abfolge gänzlich unterschiedlicher Stile und Stücke machen eine Methode deutlich, bei der einzelne Lieder voneinander unabhängige Baustellen sind und man nicht vorhersagen kann, welch ein Kunstgriff sie eigentlich zum Abschluss bringen kann.
Das wird wenige Jahre später auf dem Album Before and After Science deutlich, bei dem fast jeder Track in einem anderen Studio mit ganz anderen Leuten aufgenommen wurde. Damals mochte dies noch eine sehr unpraktische Vorgehensweise sein und setzte voraus, dass man unentwegt mit einem schweren Koffer voller Tonbänder unterwegs war, die man dann in einem anderen Studio in das Tonbandgerät einspannen konnte, um einen weiteren Musiker eine neue Spur einspielen zu lassen. Heute denkt man über sowas nicht mehr nach. Heute kann jeder ein Dutzend Baustellen auf seinem Laptop haben und jederzeit und überall das System anwerfen und in der Software weiter an der Musik arbeiten. Vor nicht so langer Zeit habe ich einen Musiker gesehen, der im Bus saß und am Laptop neue Tracks einspielte. Brian Eno war da eben wie so oft seiner Zeit massiv voraus. Hinzu kommt, dass Eno zeitlebens an die Einschränkung glaubte, als Aggregat für kreative Energie. Das ist ein Gedanke, der sehr interessant ist, insbesondere für jene, die tatsächlich Musik aufnehmen oder einer anderen spezifisch künstlerischen Beschäftigung nachgehen. Zu viele Möglichkeiten sind nicht unbedingt der richtige Weg, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Wenn man heute in ein Tonstudio kommt und da stehen, sagen wir mal, 8 verschiedene Synthesizer, was ganz gewöhnlich ist, bedeutet es bei dem heutigen Stand der Soundbänke, dass sich in diesem Studio ungefähr 5.000 bis 10.000 verschiedene Sounds befinden. Man hat sozusagen alle Klangerfahrungen zur Verfügung, die man sich überhaupt vorstellen könnte und darüber hinaus. Doch das vermag eher schädlich sein. Brian Eno hat oft erzählt, dass er gerade dann, wenn er eine andere Band produzierte, dazu neigte, sich erstmal im Studio umzusehen und dann einen überwiegenden Teil der vorhandenen Geräte mit einem Band zu belegen. Diese Sachen werden nicht benutzt, diese Sachen werden nicht benutzt, nur das, das, das und das. Eno wird mit so massiver Eklektik und Vielfalt assoziiert, da macht man oft den Fehler zu glauben, dass diese Vielfalt darauf basiert, dass er ständig jeden nur erdenklichen Synthesizer zur Verfügung hatte. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn er ein neues Keyboard ins Spiel brachte, dann, weil er es explizit wollte. Eno hat viele Sounds selbst generiert, und zwar nicht unbedingt im Keyboard, sondern mit Hilfe von relativ unbeholfen anmutenden Effektgeräten und Tonbandmaschinen. Das ist viel Arbeit, doch bringt auch extrem originelle und eigenwillige Resultate zutage. Für diese Verstärkung der Kreativität durch Einschränkung fand Eno sogar eine Technik, die er hier bei den Aufnahmen zu Another Green World zum ersten Mal intensiv eingesetzt hatte, die berühmten Oblique Strategies. Dies ist ein Set aus Kärtchen, die man mischen kann und die interessante Befehle beinhalten. Den genauen Einsatz kann der Künstler selbst bestimmen, dies ist kein rigoroses Korsett. Doch eine klassische Verwendung bestünde darin, jeden Tag im Studio, bevor die Arbeit beginnt, ein Kärtchen zu ziehen und sich mit stoischer Genauigkeit an die Anweisung zu halten. Die Idee stammt wohl ursprünglich von dem Berliner Künstler Peter Schmidt, mit dem Eno viele Jahre befreundet war. Die Kärtchen beinhalteten nicht nur strenge Anweisungen, sondern konnten auch eine Frage stellen, eine Frage, die der Künstler im Verlauf des Tages im Hinterkopf behalten sollte. Eine typische Botschaft wäre, was sollte man verstärken, was sollte man reduzieren? Oder betone die Unterschiede. Oder Wiederholung ist eine Form der Veränderung. Oder vermenschliche etwas, das gänzlich frei von Fehlern ist. Recht berühmt und sogar in einem Film erwähnt wurde die Anweisung, ehre deine Fehler als versteckte Absichten. Dies ist also eine Technik, die ein wenig esoterisch anmutet, als würde man Tarotkarten ziehen. Doch letztendlich ist Eno nicht an Spiritualität interessiert. Er ist daran interessiert, die Gehirnströme so zu manipulieren, dass Kreativität, Spontaneität und Originalität verstärkt werden. Natürlich kriegt dieses Album 5 von 5 Sternen. Es ist ein Meilenstein moderner Musikgeschichte und eine LP, über die 43 Jahre später noch immer voller Bewunderung und Faszination diskutiert wird. Hinzu kommt noch das faszinierende Detail, dass gemessen an den Koryphäen, mit denen Brian Eno hier gearbeitet hatte, er selbst de facto kein richtiger Musiker war. Das sagt einiges darüber aus, was das bedeutet, ein richtiger Künstler zu sein. Und zum Abschluss noch eine reizvolle Anweisung aus den Oblique Strategies. Sei aufmerksam für die peinlichsten Details und verstärke sie dann. Das war Another Green World von Brian Eno aus dem Jahr 1975.